Eins, zwei, drei. Sehr schön. Super. Danke. Gut. Des Wildkatzengeheges. Und wie man sieht, ist es sehr schön geworden. Man hat nämlich nicht nur einen Blick in zur Wildkatze, sondern eben auch diesen wunderschönen Ausblick auf den Edersee. Das ist eben ja auch was ganz Besonderes, was unseren Wildtierpark hier auszeichnet. Über die Wildkatze würde ich im Anschluss vielleicht noch ganz am Ende noch ein paar Sätze verlieren, weil wir haben sie ja nicht nur hier im Wildtierpark, sondern auch drüben im Nationalpark, wie wir sehen können. Aber zunächst einmal freue ich mich sehr, dass Sie alle da sind, ganz besonders Herr Wilke aus dem Ministerium, dass Sie da sind und Herr Bürgermeister Gier, und würde auch erstmal bitten, dass Sie vielleicht ein paar Grußworte sagen und dann kann ich am Schluss nochmal abstimmen. Ja, Herr Schweiger, Herr Gier, Herr Bürgermeister, Herr Bredemeier, meine Damen und Herren, vom den Medien, von der Berichterstattung und natürlich den Mitarbeitern hier vom Nationalpark und vom Wildpark. Grußworte, ja, also wie soll ich sagen, man könnte jetzt über diese wunderbare Holzkonstruktion etwas sagen, die ja an sich eigentlich scheinbar simpel ist, aber einfach auch wunderschön, wenn man sie so betrachtet und natürlich sozusagen des Försters Herz auch sehr erwärmt. Ich will ein paar Gedanken sagen, eigentlich über das, was dieser Moment mit einem solchen neuen Gehege sozusagen sich einordnet als ein Mosaik in eine bestimmte Entwicklung, die ich das Glück habe, immerhin auch schon seit 25 oder 30 Jahren zu begleiten. Ich erwähne es deswegen, weil ich so 92, 93 zum ersten Mal beruflich hier Kontakt hatte zum Wildpark. Damals war an Nationalpark nur in weiter Entfernung zu denken. Und trotzdem, die Einrichtung hatte dann da so gerade ihr Vierteljahrhundertjubiläum. Wir haben jetzt vor kurzem die 50-Jährige gefeiert. So. Und es ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Natürlich, Herr Schweiger hat recht, es ist einmal diese wahnsinnige Location, dieses Setting hier. Ja, an so einem Tag, wem da nicht das Herz aufgeht, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen, ja, an dieser Stelle. Aber die Gründung damals hatte schon auch einen Zeitmoment. Es war europäisches Naturschutzjahr. Es wuchs ein Bewusstsein, was so vorher nicht existiert. Und es war schon dann die damalige Landesforstverwaltung, mein Vorvorgänger, entschied, solche Einrichtungen zu schaffen. Der Ansatz war, es ist eben erwähnt worden, nicht so sehr ein Zoo-Charakter, sondern schon etwas anderes. Aber es war auch schon damals im Kontext europäisches Naturschutzjahr einfach Bewusstsein schaffen. Also die pädagogische Seite dieser Einrichtung hat uns hier immer begleitet. Und die Entwicklung ist dann auch in diesen Dingen, das waren, nicht falsch verstanden wissen, das waren damals auch enorme Leistungen und Ideen, wie wir sie hier auch wieder gehört haben. Rönitz sagt das so schön, wir haben überlegt, wie kann man gut gucken und wohin kann man gucken und wie lösen wir das. Also in diesen Dingen ist hier immer eine Entwicklung gewesen und wie gesagt, so seit 93, 94 durfte ich mit dabei sein. Damals beschäftigen wir uns mit dem Eingangsbereich und mit der Bärichhütte und damals haben wir noch vom Phagotop gesprochen. Das ist diese Entwicklung und wir stehen vor einer Epoche, wo es wirklich ins Eingemachte geht. Also Arten sind bedroht, massiv bedroht. Das hat dann wieder was mit dem Klimawandel zu tun, aber eben auch nicht nur, es gibt andere Ursachen. Und wenn wir hier einen Beitrag geleistet haben, dafür Bewusstsein zu schaffen, auch wenn es lange gedauert hat, bis das sozusagen ein wirklich gesellschaftliches Thema gewesen ist. Es ist lange Zeit, hat es ein Nischendasein gehabt. Die existenzielle Bedeutung, glaube ich, ist erst, also in den Kreisen, die sich damit beschäftigt haben, schon lange verankert. Aber das reicht eben nicht. Wir müssen versuchen, die Menschen insgesamt mitzunehmen, ihnen klarzumachen, dass bei ihnen persönlich eine Betroffenheit ist. Und die erreicht man natürlich, indem man sagt, passt auf und es ist alles nicht gut und wir müssen uns bemühen. Aber man erreicht sie natürlich auch durch solche Einrichtungen, die Freude bereiten, die das nahebringen, die Erlebnisse ermöglichen, gute Gefühle, gute Erinnerungen an so einen Tag. Und in diesem Zusammenhang möchte ich eigentlich das hier stellen. Ich bedanke mich bei der Gemeinde, bei Ihnen, Herr Bürgermeister. Wir sind schon lange da unterwegs, auch mit Ihren Vorgängern. Sie haben immer sozusagen die Verankerung dieser Einrichtung des Landes, der Landesforstverwaltung, in den kommunalen Kontext gesehen, verfolgt, Förderkreis. Viele Dinge sind gemeinsam gemacht worden und es ist gut, dass Sie sozusagen ja, Ihre Rolle so aktiv da annehmen. Denn wenn wir mit so einer Einrichtung im Nirgendwo schwimmen, funktioniert es nicht gut. Wir brauchen das und deswegen freue ich mich, dass Sie dabei sind und bedanke mich für all die Jahre, in denen Ihre Gemeinde und Sie persönlich das Ganze mit verfolgt haben.
Bedanke mich allerdings auch bei den Handwerkern. Andere waren es auch noch, aber Sie haben hier, oder Ihre Männer und Frauen haben das gemacht. Das ich gebe so weiter. Ja. Das ist wunderbar. Tun Sie das bitte. Ich glaube, auch diese Dinge drücken etwas aus. Und ja, also es ist schon wirklich eindrucksvoll zu sehen, was man eben aus den Sachen machen kann. Es sind zum Teil Komplettbalken, Vollbalken, ne? Oder ist es alles geleimt? Nee, in der Länge ist es verleimt. Ah, okay. Konstruktionsvoll. Also wie gesagt, ich soll ja in die Stunde reden, sonst können wir das nicht mehr unterhalten. es ist schon auch, wie soll ich sagen, wir möchten hier einen Anspruch verfolgen. Er war damals vor 50 Jahren ein anderer, das ist so, aber wir haben hier Schritte gemacht, auch das klang eben mal so an. Erstens wollen wir keinen Zoo haben, zweitens wollen wir uns auf die einheimischen Arten im Wesentlichen beschränken, um sie zu vermitteln. Die Wildkatze ist im Übrigen auch so ein bisschen eine Erfolgsstory. Sie war sehr, sehr rar geworden. Sie kommt zurück. Wir stoßen da sehr häufig an auch Herausforderungen. Straßenüberquerung, leider ist das eine der meisten Nachweise von Wildkatzen, dass wir sie dann leider überfahren finden. Das ist so. Aber auch da nimmt eine Entwicklung, greift eine Entwicklung. Wir trauern oder wir sind in Sorge über viele Arten, die im Rückgang sind, aber bei der Wildkatze kann man sagen, da ist immer noch Besorgnis oder da muss Aufmerksamkeit sein. Aber es hat schon mal düster ausgesehen um diese europäische Katze. Und da kommen jetzt wieder die Experten. Wir haben es ja neulich nochmal bei der schönen Einweihung oder Feier zur Erweiterung des Nationalparks gehört. Sie ist eben nicht die Mutter unserer Hauskatzen, die kommen woanders her, obwohl die Ähnlichkeit manchmal frappierend ist, das ist wahr. Aber wie gesagt, auch das ist natürlich eine wichtige Erzählung, eine wichtige Story, die hier mit bewegt werden soll. Und trotzdem wichtig auch hier einfach der Zugang zum Thema. Wir wollen hier Menschen eine Freude bereiten, wir wollen damit auch dass sie sich dann öffnen, nutzen, um ihnen etwas zu vermitteln. Und das ist uns, glaube ich, hier gut gelungen. Also es mag nur ein Mosaiksteinchen sein, aber es ist ein relativ großes. Und wenn ich Ihnen dann sage, dass das Land Hessen für so eine neue Einrichtung dann 250.000 Euro aufwendet, ist richtig, Herr Rönitz, ne? Dann sieht man auch, dass so eine Qualität am Ende, ja, also ich habe damit überhaupt keinen irgendwie gearteten Gedanken, muss es so teuer sein. Nein, wir wollen hier einen Anspruch, wir haben Konzepte, wir haben Ausrichtungen und dann muss es uns das auch wert sein. Und diesen Kurs haben wir eigentlich, glaube ich, in den letzten Jahren immer angehalten und damit, man ist am Ende preiswerter, wenn man was Solides macht, als wenn man es billig macht. Und das wollen wir nicht. Und in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten für das, was hier geschehen ist. Und ich hoffe, dass dann eben, es ist mit der Wildkatze nicht einfach, das klang ja auch eben an, sie ist ein scheues Tier, das kann man schon so ausdrücken, aber manchmal ist es auch gut, wenn man Menschen durchaus, naja, zumutet, auch mal einen Moment zu verharren und nicht sozusagen, das nehmen sie aber nicht auf, nicht die schnelle Nummer, sondern die ausdauernde ist hier dann manchmal vielleicht gefordert. Ja? Okay, in diesem Sinne, vielen Dank, freue mich, dass ich hier sein kann an diesem schönen Tag und zu diesem sehr schönen Termin. Danke. Eine Einladung zu so einer Veranstaltung, das ist immer ein Highlight und ich muss sagen, alles sehr gelungen, guter Standort sowieso, aber auch das Konzept, auch der Bau, muss ich sagen, ich würde sagen gediegen, so ist immer auch schön, dass wir leistungsfähige Unternehmen hier in der Region haben, dass die zum Zuge kommen, ist ja auch mal ganz wichtig. Ich freue mich, dass wir hier im Wildtierpark eine weitere Entwicklung haben, auch wenn wir diesmal uns nicht finanziell beteiligt haben. Wir haben schon viel zusammen gemacht, aber ich muss ausdrücklich den Dank auch zurückgeben, das Miteinander, was hier, sage ich mal, vorzufinden ist, das ist sehr positiv, die Entwicklung des Parks. Es gibt keinen Stillstand, im Gegenteil. Herr Rönitz hat ja einige Dinge in seiner relativ kurzen Zeit auch schon vorangebracht und das ist schön zu sehen. Vor kurzer Zeit haben wir die Wildbienen gehabt, die famose Aussichtsplattform, das sind alles Dinge, die auch dafür sorgen, dass die Inanspruchnahme der Besuch auch weiterhin im großen Stile stattfindet und das nehme ich immer wieder wahr, dass halt viele Familien hier ständig auch im Wildtierpark sind, mehrmals im Jahr. Die Witterung ist fast egal, natürlich bietet sich so eine Witterung am meisten an, aber das ist so Familienausflug, das ist Natur kennenlernen, Bewegung, also hat man alles zusammen und das gibt es so oft nicht. Da muss ich sagen, das ist sehr schön und kann auch sagen, unser Verein hat mittlerweile über 700 Mitglieder. Das ist auch schon mal eine stattliche Zahl, die auch das Interesse haben. Insofern ist das für mich
so eine sehr vornehme Nebenaufgabe, die ich als Vorsitzender wahrnehmen darf. Also herzlichen Dank und auf ein nächstes Event. Ja. Die Zusammenarbeit kann ich auch noch mal bestätigen, weil es war ja so am Anfang, als ich meine Vorstellungsrunde machte, ich glaube, Sie mussten sie am häufigsten von allen hören, als ich mich vorgestellt habe, weil wir uns einfach so viele Überlappungsbereiche haben. Ich glaube, am Ende hätte ich Ihnen das Wort übergeben können, um mich vorzustellen. Ja, da ist was dran. Aber inzwischen muss ich mich Gott sei Dank nicht mehr vorstellen, sondern ich bin hier angekommen und es ist natürlich schön jetzt gerade an so einem Termin und mein Dank auch noch mal ganz explizit an das Team, die das hier vorbereitet haben, inklusive der Handwerker, wirklich ganz toll und ich finde es super gelungen und freue mich, dass das jetzt endlich klappt, dass die Wildkatze hierher gezogen ist, weil das hat ja dann doch etwas länger gedauert, weil auch wir waren Opfer der Lieferengpässe, die halt momentan überall sind. Ja. Ansonsten würde ich gerne nochmal aufgreifen, was hier Wilke gesagt haben zur Rolle der Wildkatze, nicht nur hier im Gehege, sondern eben auch außerhalb und zwar drüben im Nationalpark. Was man nämlich nochmal betonen kann, ist, dass wir hier im Nationalpark das älteste Monitoring, also das deutschlandweit haben. Also nirgendwo ist so lange mit derselben Methode die Wildkatze erforscht worden. Und hier haben wir eben den positiven Effekt, dass wir mehr Wildkatzen übers Monitoring erfassen, als dass sie überfahren werden. Also das ist hier durchaus positiv. Und was eben auch ganz spannend ist, bei der ersten Aufnahme, die war im Jahr 2000, da hat man keine einzige Wildkatze hier gefunden tatsächlich. Also das heißt, die Wildkatze war hier ausgestorben. Erst seit 2007 hat man die ersten Wildkatzen durch unser Monitoring wieder entdeckt. Dazu nimmt man Lockstöcke, das sind so raue Stöcke, die man im Boden rammt, mit Baldrian beträufelt. Und das lieben die Wildkatzen zur Paarungszeit. Die reiben sich dran und lassen dann zwangsläufig eben Haare an diesen Lockstöcken. Und die kann man dann genetisch untersuchen. Und das hat hier eben jetzt seit ununterbrochen seit eben den Nullerjahren stattgefunden, wobei nicht ganz ununterbrochen, ich glaube, die erste Aufnahme war 2004 oder 2005, glaube ich, aber nageln Sie mich nicht fest um den Dreh rum. Auf jeden Fall, inzwischen haben wir von den komplett ausgestorben bis zu 41, glaube ich, war die höchste Individuenzahl, die wir im Nationalpark hatten. Und das ist natürlich eine Erfolgsgeschichte, inzwischen schwankt es so zwischen 30 und 40, liegt einfach daran, der Tag ist voll. Die haben ihre Raumansprüche, mehr passen nicht rein bei uns im Nationalpark, aber was wir feststellen ist, dass die Wildkatze eben in die Nachbarforstämter ausstrahlt und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Der Nationalpark soll nicht an der Schutzgebietsgrenze aufhören, zumindest nicht die positiven Wirkungen, genauso wie in der Regionalentwicklungsidee der Nationalpark ausstrahlen soll, soll er natürlich auch in der ökologischen, im Naturschutzsinne und das tut er, eine riesige Erfolgsgeschichte, deswegen ist die Wildkatze auch sowas wie unser geheimes Wappentier und deswegen passt das hier besonders und ich freue mich besonders über diesen Termin und ja, würde somit hier schließen und die Presse ansonsten noch für Fragen.